Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde Combat Mission und diesmal wieder in einer Mission, die eigentlich auf einen ganz normalen Angriff geht. Und zwar gilt es dazu, den Divers zu überqueren, also einen Fluss, und zwar bei Saint-Lambert. Und dazu werden wir unsere Kampfgruppe nehmen und den Feind an bestimmten Stellen bekämpfen. Hier steht auch drin, dass es schon heftige Kämpfe gab, dass vollkommen funktionsfähige Fahrzeuge liegen gelassen worden sind, weil ihnen der Sprit ausgegangen ist und. Wir werden jetzt also diesen Angriff starten. Dazu haben wir noch zusätzlich Panzergrenadiere hinzugefügt bekommen, also ein Platoon, ein Zug also von der 10. SS Panzerdivision. Vom Feind erwarten wir auch einiges. Wir haben Infanterie, Sherman Tanks, also Sherman Panzer, Panzerabwehrkanonen, sowohl gezogen als auch auf Selbstfallerfette, sprich Jagdpanzer und so weiter. Ja. Und die Panzergrenadiere berichten davon, dass die feindlichen Panzerabwehrgeschütze von einem höheren Punkt aus schießen. Das heißt, die Ankunft an der Brücke, da sind wir sehr verwundbar. Letztendlich hat der Feind auch noch sehr viel Artillerie. Wir haben nicht allzu viel. Wir haben 4 leichte Feldhaubitzen zu unseren Einheiten hinzugefügt gekriegt, beziehungsweise sie sind off-map, aber als Feuerunterstützung dazu noch unsere 2 Mörser und das war's dann. Ja. Gut, auch hier wieder Remaining Ammunition, also wenn die ihre Munition aufgebraucht haben oder werden zum Abend ihre Munition aufbrauchen und dann werden die Kanonen unbrauchbar gemacht. Das heißt, wir brauchen nicht irgendwas aufheben, wir werden die später nicht mehr zur Verfügung. Gehen wir kurz auf die taktische Karte. Wir kommen Westen, Nordwesten, müssen dann uns genommen auf den Feind vorarbeiten, hier über diesen Fluss rüberarbeiten und sowohl die Stadt als hier diese Stadt südlich und Kreuzung nehmen. Saint-Lambert gibt natürlich die meisten Punkte, gibt 500 Punkte, aber mal sehen, wie gut wir da rankommen. Das nochmal komplett durchlesen will. Ja. Deswegen habe ich es nochmal eingeblendet. Gut, dann gehen wir auch in die eigentliche Mission. Gut, hier sind wir dann auch schon. Ich möchte versuchen, ganz kurz meinen Plan zu erklären, damit das nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Von rechts nach links einfach. Wir fahren hier mit den beiden Stummeln hin. Sicht in diese Richtung. Und die Pack, wenn wir hier in der Ecke entladen, aufbauen und auf die Straße runterkommen. Hier werden wir mit dem Aufklärer vor an diese Ecke mit dem Scharfschützen weiter rechts, weil der Bein ist. Dem Jagdpanther und den Lux hier das Feld nach rechts hin sichern, während die erstmal hier bleiben, denn die möchte ich mit ihrer Mobilität später nutzen und hier rüber an diese Hecken bringen. Ne? Dieser Lux wird hierhin vorfahren und später die Infanterie hierhin vorrückt und dann an diese Hecke und eine Gruppe diese Hecke schützen, während hier dieser Zug an diese Hecken geht und die Pioniere später an diese Hecken. Das ist später, also wenn Panzer, den gebe ich hier eine Minute Pause, beziehungsweise ein bisschen gestaffelt. Hat einfach den Grund, ich hätte ganz gerne, dass die Infanterie zuerst vor Ort ist. Der Beobachter bleibt erstmal hier und auch die Führung der Kampfgruppe. Mörser ist klar, bleiben aufgestellt. Ansonsten die beiden Panzer 4 rücken anfangs hier vor, bis wir hier vorne in Position sind. Später werden die dann hierhin vorrücken, eventuell noch hierhin.
um der Infanterie hier später an, dass er auch erstmal hierhin, eventuell später hier den Fluss überqueren und an das Gehöft soll, decken zu können. Der Königstiger fährt ursprünglich jetzt ganz am Anfang einmal kurz hierhin, wird diesen Bereich aufklären und eventuell etwas Feuerschutz geben, je nachdem, was aufploppt. Die Panther, einer fährt hier an die Ecke, der andere fährt hierhin. Und später wird dieser Panther hier vorfahren, in diese Richtung decken, während dann der Königstiger sich vorarbeitet und hier die Führung übernimmt. Einer der wichtigsten Punkte ist, dass uns hier auf der Brücke kein Panzer verreckt. Dann komme ich nicht. Gerade wenn es der Königstiger ist. Wenn wir aber erstmal hier drüben sind, werden wir hier mit den Panzern uns ein wenig aufsplitten. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Die Referenzmarke habe ich auf die Einsatzziele selber gesetzt, denn ich gehe davon aus, dass da sitzen wird. Und ja, soweit, so gut. Ich würde sagen, warten wir mal. Will ich jetzt am Anfang alles auf einem Haufen, aber das verteilt sich dann später. Die MG ist ja in sich auch erst so einer oder zwei Minuten, will ich sie erst in Bewegung setzen. Der Vorteil ist dadurch, dass ich die Pack mal wieder auf den LKW gesetzt habe und hier das Half-Track hat eine Pioniergruppe drauf. Das heißt, werden relativ schnell vor Ort sein, gedeckt durch die Panzer 4 und werden letztendlich können bis schnell nach. Sollte hier wirklich gar kein Feind auftauchen, ein MG an diese Ecke verlegen und das andere hierhin. Das wird dann später wieder sich bewegen und dort. Gut. Jetzt kein Feindkontakt. Mir ganz recht, so in meinem Relativ. Jagdpanther ist vor Ort. Die beiden Halbketten haben bisher auch nichts gesehen. Man wird jetzt gleich die Packer protzen. Nehmen wir es. Jetzt absteigen und ihre Pack bewegen. Dem Panzer werde ich eventuell gleich noch mal ein paar Sekunden Zeit geben, weil die holen gerade die Infanterie. Ich möchte eigentlich ungern jetzt gleich am Anfang einen Kommandanten verlieren. Passieren kann das immer. Aber schöner, wenn nicht. Wir geben dem jetzt einfach nochmal 30 Sekunden Pause. 40 Minute. 1 Minute 15. Lassen wir ihn einfach ein bisschen Pause. Das eilt jetzt alles nicht. Wir können uns in Ruhe aufbauen. Sehr schön. Ja, den Jeep können wir hier immerhin, was heißt den Jeep, Ölwagen, Deckung fahren. Ähnlich verhält das den. Und den sollte ich. Da will ich auch eine Pause geben, bis wir mehr vor Ort haben. Super.
Mal so ein bisschen die Sichtweite prüfen. Okay, da ist. Und ja, aufgrund des Geländes, ich kann mich nicht. Ja, wir sehen, hier ist ein bisschen umgehoben. Das heißt, hier könnten wir eventuell auch einen Panzer. Er wird aber trotzdem keine Sicht haben. So unglaublich weit gucken können mit der Pack. Es geht aber erstmal darum, den Bereich zu sichern. Dann die Pack später immer so ein bisschen nachzuziehen. Decke. Decke. Mal sehen. Alles noch Zukunftsmusik. Er lässt sich von diesen Amis noch keinen nehmen, beziehungsweise sind ja kein Adiga. Dort haben wir Sicht aufgebaut. Was haben wir da? Ein Stand-Schützen. Ist jetzt ein zweiter abgespielt. Auf jeden Fall unterdrückt die beiden. Und sie kriegen es jetzt von mehreren Seiten eingeschrieben. Einen haben sie verloren. Damit bauen wir jetzt schon effektiv voll auf und ja, mal gucken, was noch so rauskommt da. Das Self-Track werde ich hier nicht mehr brauchen, deswegen fahre ich es zurück. Ich könnte es da lassen, um die MGs zu verschieben, aber möchte später eher für die Infanterie nutzen, deswegen fahre ich dort an die Ecke ran. Den Luchs lasse ich eher jagen und dadurch die Ecke spähen. Vielleicht sieht er dann was. In dem Haus, da wird garantiert was sitzen. Deswegen lasse ich ein, zwei Schuss reinnehmen. Oh, das passt. Super. Schade, das war eine 8 auf der Mumpel, die in den Baum gegangen ist. Klatsch! Der Körper sinkt. Dort haben wir. Irgendwer hat das Ding gesehen. Er ist es nicht. Wir haben einen. Brand Carrier. Dann würde ich mal behaupten, dass das im Gebäude dort geschossen wird.
Okay, der Treffer ist nicht so groß, dass er Schaden hinterlassen hätte. Kam so ungefähr aus dieser Richtung, da könnte er sein Pakt stehen. Muss aber nicht. Wir werden sehen. Kann auch sein, dass es nur aufgefallen ist. Dass er irgendwie im Baum eingeschlagen ist. Gut. Dorthin und dann hätte ich die ganz gerne. Ja. Ich denke, hier links haben wir mittlerweile schon genug Infanterie jetzt hier rüber verschieben lassen, oder? Anschließend übernimmt sowieso der Zug dann. Erstmal so. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die alle hier hochziehe. Wollte es ursprünglich, aber es kann auch sein, dass ich ihre Position übernehmen lasse. Die sind dann hierhin. Ja. Im Panzergren ist dann hier. Aufstellen. Jetzt ein bisschen als Aufklärer. Fernglas haben sie auch dabei. Kann ja schief gehen. Hoffe ich. Nehme mal dieses offen. Naja. Na, Scout Car will ich so schnell. Was heißt es hier kein Scout Car? Es ist. Und so kein Brand Carrier. Es ist halt ein Universal mit einem scheiß Vickers drauf. Scheiße, was haben wir da? 57 mm. Dann werden wir im nächsten Zug wohl mal einen auf den Deckel geben müssen. Oh, er sieht es. Okay. Nimm an. Da nicht hinschießen kannst. Wenn du da drauf zielen kannst, dann viel Spaß damit und frei. Meinen, sind die schon mal unterdrückt, die Dudes? Da feuern wir auch mal fleißig rein.
SMG beide angekommen und war zum Kampf. Oh. So gut. Dürfte der Panther gleich mal freundlich einsetzen können. Kann er leider nicht. Ärgerlich. Bin ich gespannt, wenn ich den dahin. Ich möchte die Pack da weg haben, weil die 57 mm könnte für meine Panzer 4, die ich hier als Unterstützung hinstellen will, gefährlich werden. Und deswegen möchte ich, mache ich das kurz mit dem Königstiger. Ich hier mit der restlichen Infanterie agieren. Daraus Süden jetzt langsam mich dann vorarbeite. Die Pakt leider doch sehr ungünstig steht. Schon mal wieder aufputzen lassen. Wenn wir hier in Stellung sind, können die Panzergrenadiere sich hierher fix bewegen. Dass sich hier in Vorarbeiten. Da muss man mal sehen. Oder ich lasse diesen Zug sich hier hingehen und mit dem Panzergrenadieren und dem Panzer dann hier rauf. Wird aber nicht vor einer Stunde Restzeit passieren. Und wie lange der vorgeschobene Beobachter jetzt hier. Minuten. Das ist also recht kurz. Sehr, sehr schön. Was man nicht auf eine leichte Schulter nehmen sollte, ist, wir sind zwar aktuell relativ gut von unserer Position, ne? Aber das heißt nicht, dass wir nicht der Gefahr ausgesetzt, dass gleich irgendwas kräftig schief geht. Wollen wir uns hier nicht zu selbstsicher fühlen.
Ah, das war mir fast schon klar, dass da was drin sitzt. Da sitzt der blöde Kopf drin. Leider ist es hier echt so, dass man im Gegensatz Final Blitzkrieg Infanterie auch noch nicht großartig auf Fahrzeuge aufsteigen lassen kann. Ein bisschen doof. Dann auch ein Stück weit mobiler. Ja, naja. Kein Grund zu weinen. Erstmal hier hingehen. Bin ich von Umreihe noch ein bisschen geschützt. Diese ganz kleinen Ecken, die bringen natürlich kaum Sichtdeckung. Denke, das Akku werden wir dann im Zug verwenden. Natürlich schön ist, vielleicht noch einen aus unserer Gruppe. Akutrupps haben im Regelfall relativ viel Power. Dutch, hier aber nicht mehr. Ja. Brennschützen. Ja. Okay. Da brauchen wir nichts mehr zu sagen. Da kam ein bisschen viel Feuer für den Klotzen rein. Oh, das dürfte ein guter Treffer gewesen sein. Mal eben gucken. Auf jeden Fall haben wir eben Feuer zurückgekriegt, was ein bisschen größer gewesen sein könnte. In die Richtung. Oder ist es Vickers wieder? Gott, ich hätte gehofft, dass sie da größeren Schaden verursacht haben. Aber tatsächlich ist hier gerade gut was eingeschlagen. Lass mich wegen dem Vickers mich da auch nicht bewegen. Und das nochmal, das Ding sollte eigentlich da was kalt machen. Auch verstecken. Und Meter, das geht sogar noch.
Der bekommt Feuer rein. Den da mal noch zustoßen und ein bisschen mitgucken. Ein wenig schon. Okay, das ist unser LKW, den wir da. Da steht also im Innenhof so ein blöder Rahmen. Gesehen wird der von denen. Wenn ich zurück. Mal gucken, ob einer was sieht, aber ich nehme. Sich hier ausgepackt hat. Auch hin. Wäre jetzt nicht wichtig gewesen, ist eher so. Ja, Eidmoral und so. Gut. Schirm an deiner Seite könnte mir natürlich Ärger machen, wenn ich nicht wüsste, dass er da ist. Das ist aber nur halb so gefährlich.
Wir laufen ja mal gar keinen Umweg. Aber ich denke, das können wir so noch verkraften. Gucken wir mal erstmal seinen Sherman killen. Da bald über die Brücke. Hier da in der Hecke sitzt wohl noch was. Ja, es war klar. Gleich hier einen Maschinengewehrschützen verloren. Und noch ein Assistenz. Ah, jetzt ziehen sie sich zurück. Schöne Scheiße. Das habe ich verbockt. Die natürlich wenigstens beim Rückzug decken. Ja, meine Hilfe geben. Wir haben jetzt schon zwei Leute verloren. Ist das ärgerlich? Da habe ich missgebaut. Noch einen MG-Schützen. Nichtsdestotrotz krieg ich den Sherman auch. Okay. Vielleicht trifft er ihn, vielleicht bin ich. Wohl nichts eng.
Heißt, die müssen teils auf den schießen. Wir haben da ja schon ein bisschen Schaden gemacht. Er ist auch nur noch ein Schütze. Mit dem muss ich bald anfangen zu sparen. Reicht überall was. Die Ratten. Natürlich hat es ja gleich den Gruppenführer nicht. Tatsächlich getroffen. Das MG hat es also auch gleich erwischt. Und natürlich zuallererst Bären. Mal da mal ein bisschen Feuer drauf. Der ist ja gar nicht alleine, der hat einen Blut dabei. Echt. Sollten hier hinten noch in Sicherheit sein. Da werde ich die dann abputzen und hier hinstellen, dass sie mir helfen können. Nicht mehr so viel, aber mehr als sie drüben. Ich möchte sie halt jetzt dieses Mal tatsächlich versuchen mitzuschleppen, so gut es geht. Aber
Oha. Ich hätte die Reihe hier wohl gleich. Das ging fix. Mal verlegen müssen. Feuerbefehl gleich abnehmen. Danke. Ja. Wow. Feinart. Ich werde jetzt die Infanterie da abziehen und durch Panzer 4 ersetzen. Die lasse ich auf jeden Fall beide. Okay, die sind schon unter Luke gegangen. Hatten eine Artillerie. Könnte er von da aus. Ja. Wenn er da mal kurz. Machen wir erst. Ja, wollen wir die mal zügig da wegbewegen. Wie sind dann die? Das fällt mir gerade ein, dass ich bin ziemlich müde, aber das fällt mir gerade ein, da habe ich doof. Hoffe, weil das ist ja nur ein blöder LKW. Kann ja nichts ab. Ich hoffe, dass ich den jetzt nicht schon quasi in den Tod geschickt habe. Lass noch versuchen, ein bisschen beim schwerer zu machen, damit er da nicht so leicht umkommt. Auch noch eine Runde mindestens. Was? Oh, wer ist der? Gehen die Waffe aufs Erdgeschoss. Was klappt so? Zwei, drei Züge machen wir dann noch. Wie lange die jetzt dauern. Gut,
Ich mal ganz kurz gucken. Es wäre natürlich jetzt cool, wenn er das Akut hier erwischt hat. Verloren, nehme ich mal an. Der Panther gerade mal reingehalten. Wie krass. Jetzt. Er hat geschossen. Eine Sichtlinie. Aus dem Weg. Ich denke, das ist ein Schuss wert. Und so weit, sehr schön. Gehen wir da also ran. Wenn wir ihn auch versorgt, dann müssen wir dahin und die MP40 besorgen. Sparen. Den Zug bewegen wir. Kette geben, Freunde, nicht, dass ihr da noch von einer Granate erschlagen. Ja, wollen wir mal sehen. Oh, der hat immer geschossen. Mein Pionierzug macht wohl nicht mehr lange.
ärgert mich jetzt schon. Da freue ich mich, dass es hier nun leicht verletzt. Auch ganz anders ausgehen können. Das auch, weil man hier gleich nach öfter nicht beleidigt. Okay, der ging zum Glück ganz woanders hin. Wunderbar. Ist zwar jetzt nicht mehr viel passiert im letzten Zug, aber immerhin haben wir unsere Infanterie halbwegs aus dem gefährlichen Bereich davon gezogen. Und dabei hier den Gruppenführer zu versorgen, hoffentlich seine MP40 an uns zu nehmen. Hier drüben haben wir auch soweit alles vorbereitet. Das heißt, ich werde diese Runde im nächsten Part dann vermutlich hier das Artilleriesperrfeuer hinbefehlen. Und ja, dann denke ich, im nächsten Part nehmen wir diesen Part schon mal ein. Diesen Teil hier haben wir auch schon ganz guten Schaden verursacht. Und anschließend gehen wir dann auf die anderen beiden Punkte vor. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Hattet euren Spaß und sei wie immer, bis denn dann.